Jetzt spielen wir die richtige Mission, die vorgesehen ist, nämlich Kolonie beschützen. Verbünden Sie sich mit den terranischen Flüchtlingen gegen die Protoss. Das wird die Protoss verärgern, aber Dr. Hansen wird mir Zeit geben, ein Heilmittel zu finden. Ihre Forschungen werden in jedem Fall zu neuen Erkenntnissen in der Zergforschung führen. Ja, das Problem ist ja auch gewesen. Also bei der Story hat sich Hansen im Labor eingeschlossen und hat sich, ich glaube, gelesen zu haben, dass sie sich die, dass sie sich den Zerg-Virus initiiert hat, um schneller, um selbst am lebenden Objekt zu forschen zu können und schnell Heilmittel zu testen. Oder vielleicht war sie auch schon fest. Eigentlich habe ich nichts darüber gelesen. So ein Mist. Auf jeden Fall, wir haben gesehen, wie es ausgegangen ist. Schlecht. Jetzt werden wir sie beschützen. Hoffentlich geht das dann besser aus. Ich werde nicht mit ansehen, wie ihr eine ganze Kolonie auslöscht, Celentis. Nicht, solange die Chance besteht, sie zu retten. Es wird eine Ehre sein, euch im Kampf zu begegnen. Euer Ruf als Commander eilt euch voraus. Ich bezweifle nicht, dass ihr ihm gerecht werdet. Danke, Jim. Vielen, vielen Dank. Was auch immer auf Haven vorgeht, meine Leute verdienen es nicht, einfach ausgelöscht zu werden. Wir werden sie retten. Ich werde ein Heilmittel finden. Ich spiele auf ganz normal. Kein Astronaut. Jim, die Protoss kommen der Kolonie immer näher. Meine Leute haben keine Chance. Wir müssen die Purifier zerstören, bevor sie alles ausradiert. Bring alle in die Hauptbasis, Ariel. Wenn die Purifier so weit kommt, sind wir geliefert. Naja, wenigstens können wir uns darauf verlassen, dass sie systematisch vorgehen. Sie werden die Siedlungen eine nach der anderen niederbrennen. Du weißt auf jeden Fall, wie man sich am besten aus keinem Kampf raushält, Cowboy. Ich habe hier was, was dir helfen wird. Ich hatte noch was gut bei jemandem und habe uns die Baupläne für den Viking ergattert. Denk dran, sie können sich von einem Jet in einen Kampfläufer verwandeln. Ziemlich raffiniert. Jim, die Purifier zieht einigen Nexus der Protoss Energie ab. Ihre Schilde sind völlig undurchdringlich. Wie kann man so etwas nur aufhalten? Ganz einfach. Zuerst nehmen wir diese Nexus auseinander, dann schalten wir die Purifier aus. Keine Sorge, Ariel. Wir werden sie aufhalten. Die Nexus. Okay. Ja, ich spoilere mich schon nicht so sehr, aber ich musste halt, oder beziehungsweise im Rahmen dessen, um herauszufinden, was die richtige Mission davon ist. Weil ich finde es fatal, nicht nach richtigem Hauptstory-Modus durchzugehen, weil wer weiß, später beziehen sie sich sonst auf irgendwelche Sachen, die dann bei mir vielleicht nie passiert sind. Deswegen musste ich halt nachschauen, was da der richtige Weg ist. Aber von der ganzen normalen Story habe ich eigentlich keine Ahnung. Ein sicherer Hafen. Was liegt an? Los geht's. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier. Ach, könnt ihr aufhören, die Nexus zu helfen? Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. BDF einsatzbereit. Zerstören Sie Protoss Nexus. Okay. Ja, die Purifier wird da jetzt durchgehen. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Oh je. Das wird nicht schön. Reaktor brauchen wir. Reaktor. BBF einsatzbereit. Checklabor. Und dann mehr Produzenten. Produzenten. Und ich könnte... Nicht genügend Mineralien. Ja, okay, wir brauchen mehr Produzenten erstmal. So, wir haben hier einen Zugang. Was ist das? Ah, verseuchte Kolonisten. Fertiggestellt. BBF einsatzbereit. Da gibt es doch schon verseuchte. Naja. Erweiterung fertiggestellt. Die zu verteidigen wird nicht einfach, befürchte ich. Sir, die Purifier ist angekommen und in Bewegung. BBF bereit. Purifier. Die Purifier hat nur eine Aufgabe, Welten zu verbrennen, die Protoss für verseucht halten. Die Schilde der Purifier sind so stark, dass konventionelle terranische Waffen ihr nichts anhaben können. Zerstören sie alle Protoss Nexus und die Schilde der Purifier werden anfällig für Angriffe normal. Alles klar. Jo, selbe Strategie wie beim letzten Mal. Ich glaube, das wird auch mal erstmal meine Hauptstrategie. Marines und Tore. An wichtigen BBF einsatzbereit. So, ich brauche ein... Ich bin schon unterwegs. Mindestens ein.
Ja. Wenn nicht sogar mehr. Und jetzt brauchen wir auch neue Truppen. Kommt noch was? So. Schön. Ein Bunker wäre noch nicht schlecht. Hier an jeder Seite wieder ein Bunker. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Kann ich nichts ändern. Noch nichts. Noch nicht. Noch nicht kann ich was ändern. So, dann kann ich ein weiteres bauen und danach geht's dann wieder zurück. Schön mitbauen. Goliaths sind zu teuer. Holy, was war das gerade? Egal, wir haben Heide. Was war das gerade? Habe ich da jemanden verloren? Ich brauche auf jeden Fall Bunker. Oh, ja, das kann ich auch gebrauchen. BBF einsatzbereit. Aha. Ja, das gefällt mir hinten wieder nicht. Der baut sich doch am Ende wieder ein. Schön. Ja, ja. Nicht genügend Mineralien. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Wir kümmern uns. Nur zu. Dann Raffinerien, ja, bräuchte ich auch mehr. Ich bin schon unterwegs. Sie ist da. Und ja, sie lädt gerade auf, wie es scheint. Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. Explosion! Was stimmt es mit den Depots? Einfahren. Danke für den Hinweis. Ja, das habe ich komplett vergessen. Stimmt, die kann man ja einfahren. Dann können die ja drüben... Oh, dann hätte ich den beim letzten Mal nicht zerstören sollen. Oder brauchen. Ich brauche noch ein Raffinery. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Okay, ah, dafür brauche ich die Vikings. Nicht genügend Mineralien. Ah, dazu brauche ich mehr Vikings. Niemand lebt ewig. BBF bereit. Das wird gar nicht so leicht. Halten Sie die erste Protoss-Flotte auf. Ich habe nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Natürlich. Sie wollen unser Schiff zerstören. Wir werden alle sterben. Oh. Hör mal das an. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Jetzt wird geplündert. BBF bereit. Wird, glaube ich... Das klappt, glaube ich, nicht so ganz. Transformationssysteme optimiert. BBF einsatzbereit. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Sehr schön. Da werde ich auch angegriffen. Eieiei. Ei, ei. Ah, das ist eine heiklere Mission als die letzte. Danke, Rainers Raiders. Wir verschwinden jetzt hier. Ah, shit, schon wieder werde ich angegriffen. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. Die Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Wir sollten sie mitnehmen. Nein! Yep. Also, ja, schon, aber... Kann's kaum noch erfahren. Du musst erst mal hinlaufen. Oh, oh, ich hab ja die... Bereit für den Krieg? Okay, vielen Dank. Und tschüss. Da sind wir wieder weg. Alles klar. Sehr schön, das ist richtig. Oh, ressourcentechnisch haben wir auch gut. Wo ist da? Ich brauche... Hier mehr. Ich brauche... Mein Versorgungsdepot. Ja, das bin ich. Die hier rein. Die dort rein. In Ordnung. Bereit machen, Jungs. Zwei noch hier rein. Zwei noch da rein. Und die GG. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Nur jetzt schon. Ei, ich muss mal beeilen. Ich brauche Tore. Waffenlager. Schlechte Neuigkeiten? Waffenlager? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Dann machen wir gleich zwei.
Und Inferno-Turm hätte ich auch gerne. Der hat sich beim letzten Mal, also gegen die Zerke, so gut. Hier würde wahrscheinlich nicht so effizient sein. Aber trotzdem, probieren wir es. Schön, hast du was zu tun? Hier haben wir auch was zu tun. Und Marines. Viele Marines. Ich brauche eine weitere Kaserne. Nur zu. Kaserne, Kaserne, Kaserne. Da ist eine Kaserne. Hin. Das geht nicht. Da ist kein Platz. Was wäre... Ach ja, einfach. Hier, einfach. Komm ich. Was wichtig ist? Ist ja nicht mein Geld. Kapiert. Verstanden. Gut, 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 gut. Ich bin schon unterwegs. Nicht genügend Mineralien. Okay. Aus der Bahn. Alles klar. Muss jetzt auch langsam rein. Der ist jetzt schon dort. Ei. Das ist eine blöde Mission. Ich bin unter Zeitdruck. Leicht unter Zeitdruck. Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. Okay, ich brauche Panzer. Ich brauche Geld. Der Doktor ist da. Ich brauche mehr Ressourcen. So. Warnung. Protoss Geschwader im Anflug auf Kolonistensiedlung entdeckt. Kolonisten? Auf die. Ah, shit. Ich habe jetzt keine. Naja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Shit, mit denen kann ich nicht los. Durchgeladen und entsichert. Warum nicht? Ach du Scheiße. Hier ist der Tor. Unser Schiff brennt aus. Die Protoss wollen uns umbringen. Verstanden. Upgrade durchgeführt. Aber sicher. Ganz schlecht, was da gerade... Okay. Haben wir geschafft. Da kommen auf einmal ein Riesenviecher an. Wobei, ich habe auch Riesenviecher. Nee, nee, auf das Schiff konzentrieren, nicht auf die kleinen Viecher. Ach, die haben wir wieder gerettet. Das war ganz schön knapp. Vielen Dank. Die Kolonisten sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. Super. Geht klar. Super. Tore. Das Tor in eine neue Dimension wird hier geöffnet. Schön. Nicht-Upgrade durchgeführt. Kommt, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Upgrades sind gut. Upgrades sind sehr gut. Das brauche ich auch. Das brauche ich auch. Das geht nicht, da ist kein Platz. Noch, Junge. Wer hat das jetzt gesagt? Er hat es gesagt. Du baust doch gerade. Was wichtig ist? So, alles cool hier. Dann wieder weitermachen. Ist alles in Ordnung. Upgrade durchgeführt. Sie haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Durchgeladen! Tja, ja, ich hab langsam ein Problem. Also, die brauche ich nicht mit im Kampf. Ich brauche stattdessen... Oh, shit. Ich hab gar keinen Reaktor hier. Ja, ich brauche halt mehr Truppen. Und Tore. Tore und Truppen. Truppen und Tore. Worauf soll ich ballern, Sir? Hier. Das brauche ich auch. Feuergefällig. So, wir gehen jetzt los und vernichten Gegner. Ich kümmere mich drum. Hier als erstes. Wahnsinn. Wir machen es in umgekehrter Reihenfolge. Wir schaffen es schon. Ah, shit, jetzt sind die doch dabei. Komisch, was ist das? Erweiterung. Egal, weg ist es. Ist ja relativ simpel. Kaum bewacht hier alles. Alles cool. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Das sollte vielleicht nicht durchgehen. Dann gehen wir da durch. Alles gut. Alles gut. Jawohl.
So, dann gehen wir straight darunter. Hier ist der Tor. Abmarschbereit. Schön. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Ja, ja, wir sind in Sicherheit. Wir sind im Gegenangriff. Alles cool. Oh, alles lichtet. Oh, ey. Die schöne Flora. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Ups. Mineralienfeld erschöpft. Zurück. Zum Sieg. Nein. Sehr schön. Natürlich. Das ist dumm gelaufen. Das gefällt. Die waren zu schnell. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, die Hilfe kommt nach und nach. Warnung. Rotos Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Mist, warum habe ich keine weiteren Marines hier? Ich verbrenne mir hier die Finger. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jawohl. Können wir den runterholen? Danke. Losgeladen und Hilfe! Sie zerstören unser Schiff! Kann's kaum noch erwarten. Ah, shit. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Lass ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Jetzt! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Hier ist der Tor! Okay, das war jetzt nicht Was so gut. Was soll ich machen? Oh, bis die alle da sind. Durchgeladen und dauert zu lang. Wir machen das lieber. Da bräuchte ich eigentlich die Flieger. Vikings. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Nicht genügend Mineralien. Ich brauche mehr Mineralien, sonst geht das nicht. Könnt ihr mal hier die kaputt machen? Danke. Das wegmachen. Hier ist der Tor. Und den wegmachen. So, und hier unten geht's auch zum Finale. Die Purifier, stimmt. Die Schilde der Purifier haben keine Energie mehr. Greifen Sie sie jetzt an. Na, erstmal müssen wir den noch wegmachen. Vielen Dank. Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Gute Arbeit. All die in. Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. Zerstört die Purifier. Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Was? Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Geschätzte Ankunftszeit der Protoss in der nächsten Koloniebasis innerhalb von 20 Armee. Sekunden, Sir. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, oh ja, meine Mineralien sind ja auch zu neigen. Hier ist der Tor. In Ordnung. Bitte mal erstmal euch um die kümmern. Danke. Verstanden. Ach, da ist ja noch so einer. Halt die Mineralien. Erst die Mineralien noch einsammeln. Jetzt wird sie leiden. Bevor sie gecharged ist, wird sie leiden. So sieht's gut aus. Mineralienfeld erschöpft. Die Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft. Yes. Wie ich sehe, sind die Geschichten über eure Raffinesse nicht übertrieben, James Rayner. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als berechtigt erweist. Ja, hätte es nicht so vorbeikommen können. Was retten sie denn? Drei? Oh, da hätte man rushen müssen von Anfang an. Wäre sogar möglich gewesen. Also viel hatten die nicht, die Gegner. Das wäre machbar gewesen. Aber wäre hektisch. Gut, trotzdem, schön. Okay, wie ist jetzt das gute Ende gewesen? Oder, ja. Tja, das war's dann wohl, Doc. Ich weiß, ihr müsst da draußen erstmal eine Menge aufräumen. Wir schaffen das schon.
Seht nur zu, dass ihr euch nicht noch mehr Ärger einhandelt. Die Protoss werden sicher sauer sein. Die Protoss und ich, das ist eine lange Geschichte. Hab denen ein paar Mal geholfen. Ich denke, die werden wohl ein Auge zudrücken. Wie wär's, wenn du ganz einfach hier bleiben würdest? Zur Ruhe kommen, neu anfangen. Typen wie ich kriegen keine zweite Chance, Süße. Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Du bist ein guter Kerl, Jim Rayner.